wir sind sowieso alle auf Konsum gedrillt. Und Bruder, brauchst du das neue iPhone jetzt unbedingt? Unbedingt, Digga. Stirbst du, wenn du es nicht hast? Brauchst du die neuen AirPods oder gehen vielleicht die alten noch? Oder brauchst du den neuen Fernseher? Brauchst du ihn jetzt unbedingt, Digga? Fällt dir ein Bein ab, wenn du ihn nicht bekommst? Wahrscheinlich nicht, Bruder. Und deshalb finde ich es immer besser, wenn du das Geld erst zusammensparst und dann ihn dir mit auf einmal kaufst. Weißt du, warum das auch gut ist? Wenn du dann die große Summe auf einmal bezahlen musst, so von der menschlichen Psychologie. Ey, Digga, schrei uns hier nicht so an. Als Beispiel, wir nehmen mal was richtig Teures, okay? Wir nehmen mal einen teuren Fernseher, einen richtig schönen, dicken Flatscreen der neueren Generation für 1,5. Den kaufst du dir jetzt mit Klarna, ne? Wir nehmen ein ganz leichtes Beispiel. 1500 Flat-TV kaufst du mit Klarna als Rate 150 im Monat. Pi mal Daumen. Und dann denkst du dir, oh, 150 Euro, ja, zahle ich ab auf gemütlich. 150 Euro sind nicht so viel, denkst du, im Monat. Scheiß drauf. Über 1,5 Jahre dann oder so eine Scheiße. Aber wenn du dann 1500 Euro auf einmal ausgibst, denkst du dir, oh, das ist schon viel Geld, Digga. 1500 Euro? Muss das jetzt sein? Brauche ich den unbedingt? Weißt du, ich meine, solche Leih-Apps, die tun es dir auch erleichtern, viel Geld auszugeben, weil halt die Summe kleiner wird. Weil du halt so denkst, hey, ich bezahle das ja, mein Zukunfts-Ich bezahlt das ja für mich so mäßig. Bezahle ich ja erst später. Das ist auch diese dumme Logik von manchen Leuten, die mit Kreditkarte sich Sachen kaufen. Ja, ich kann jetzt dick reinshoppen, weil das wird mir ja erst Mitte nächsten Monat abgezogen. Weißt du, ich meine, das ist ja, ich weiß nicht, was euer Rhythmus ist bei der Kreditkarte-Chat. Ich glaube, bei mir wird es immer am 16., 17. abgezogen, des Folgemonats. Und dann so diese Logik, ja, das wird ja erst nächsten Monat abgezogen, kann ich ja jetzt shoppen. Hä, Bruder, bist du doof? Das ist wie, als würdest du das Geld jetzt ausgeben. Das ist eine Kreditkarte, Digga. Das ist eigentlich so krass, wie krass sich Kreditkarten durchgesetzt haben. Eine Kreditkarte ist nichts anderes, wie ein Kredit nehmen. Du könntest, wenn du die Liquidität hast, auf der Kreditkarte einen Verfügungsrahmen von 5.000 haben und hast auf dem Konto 1.000er liegen. Dann gibst du 5.000 aus und am nächsten Monat, Bruder, dann gehst du erstmal 4 Riesen ins Minus, wenn es überhaupt geht. Ich weiß gar nicht, was dann passiert, Digga. Was passiert, wenn das Konto gar nicht überzogen werden kann und die das abbuchen wollen? Dann kriegst du ja direkt Ärger, ne? Gehst du dann direkt in die Insolvenz? Nee, gell? Dann kriegst du irgend so einen Plan mit denen. Ich glaube, dann tun die sich mit dir zusammensetzen und dann kriegst du irgend so einen Plan, dass du das abbezahlst auf Ding über mehrere Monate oder so. Dispo. Ja, und da zahlst du immer drauf. So viel Geld. Das arme Geld, Digga. Chat, ihr könnt sowieso machen, was ihr wollt, ne? Macht mit eurem Geld, was ihr wollt. Aber passt einfach auf euer Geld auf. Seid ein bisschen smarter. Seid nicht nur konsumgesteuert. Und überlegt euch einfach, ey, muss ich jetzt das wirklich jetzt kaufen? Und ich rate euch einfach, Geld leihen, Geld auf Pump, irgendwas auf Pump kaufen, das ist nie gut. Auf Dauer. Das ist nie gut, Digga. Weil wenn du dir das Produkt jetzt nicht leisten kannst, dann kannst eigentlich sich dein Zukunfts-Ich auch nicht leisten, weißt du, ich meine? Und dann kaufst du dir das Produkt auf Pump über längere Zeit und bezahlst ja dann sogar noch mehr. Also du kannst es dir jetzt nicht leisten, weil du keine 1500 für den Flatscreen dabei hast. Und teilweise hat ja Klarna und so geisteskranke Zinsen wie 10-15%, ne, habe ich gehört, oder 7 oder so, was auch viel zu viel ist. Das heißt, du hast da 150 Euro oder mehr, nur Zinsen, nochmal obendrauf. Das heißt, du zahlst eine komplette monatliche Rate, nur Zinsen. Dafür, dass du das Produkt dir halt auf Leihe holst, ne, oder halt auf Pump. Das heißt, du hast ja das Geld nicht zusammen gehabt und dann kaufst du es dir trotzdem, dann, ja, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Das tut mir auf jeden Fall in der Seele weh. Es gibt auch genug Anbieter, die 0% Zinsen nehmen wie Samsung. Ja, das ist ja auch ein Klassiker-Chat. Ganz dick, relax, grüße ich erstmal. Ganz dick immer hier, auch bei Mediamarkt und so in der Werbung so. Ja, 0% Finanzierung. Okay, ist besser wie wahrscheinlich ein Klarna. Aber Bruder, du kaufst dir das Ding ja trotzdem auf Pump. Wenn du dir denkst so, oh, das ist auch wieder nur Lockmittel. Die wollen die Scheiße nur verkaufen. Und weißt du, warum die Scheiße verkaufen wollen? Damit das Lager leer ist. Die geben dir doch nicht den Flat-TV auf Pump mit dem Risiko, dass du es nicht abbezahlen kannst, nur damit die den verkaufen. Die kriegen den sowieso verkauft. Aber wenn die Lager voll sind mit den alten Modellen und die müssen alle raus für die neuen Modelle, ja, dann drehst du dir die Scheiße halt mit 0% Finanzierung. Alles Marketing, Digga. Du kriegst nichts geschenkt, Digga. Was hältst du von Hauskredit? Naja, heutzutage kannst du ja dir eigentlich gar keine Immobilie oder Haus holen, wenn du nicht
Bausparer oder so ein Mast, ne? Oder halt auf Pump. Das können teilweise nicht mal Leute, die, ja, vom Streaming und so sehr gut verdienen, Digga. Weil das einfach so viel Geld ist. So viel Geld. Das sind keine Schulden, das ist Geld aus der Zukunft. Was sagt ihr dazu? Geld aus der Zukunft sind keine Schulden, meint der Kollege Schnürschuh. Ich glaube, der hat's begriffen. Gerade wenn du noch Zinsen bezahlen musst für das Geld aus der Zukunft. Bruder, so ein Threehead wieder. Ihr könnt übrigens, Chat, ihr habt das Recht drauf, das habe ich vor kurzem auch in Anspruch genommen, ihr habt das Recht, einmal im Jahr die Daten von der Schufa anzufordern. Einfach auf die Schufa-Webseite gehen, ein bisschen da durchklicken, puff, peng, ne? Kleines Schufa-Placement hier an der Stelle, Kapi. Einmal im Jahr müssen die euch die Daten zur Verfügung stellen. Also sowohl alle Firmen, die euren Finanzstatus abgerufen haben, also wie liquide ihr seid, ne, euren Score quasi. Finanzberater Carsten wieder am und Start. Euren Score. Vito, gut, dass ja, du ich, solche Themen in Stream ansprichst. Ihr merkt in letzter Zeit, ich beschäftige mich in letzter Zeit, habe ich euch ja erzählt, weil ich immer gucke, wo kann man investieren. Aktien, Kryptos, Immobilien, Gold, Mold, was weiß ich, der Geier, Uhren, Muren. Ich bin mich sehr viel am Befassen und da ist halt auch dieses Thema aufgekommen. Und deshalb, ich finde das so wichtig, mich interessiert das im Moment sehr und ich möchte euch gerade den jüngeren Zuschauern halt einfach den Rat geben, passt ein bisschen auf eure Kohle auf, ne? Wir werden schon gut genug ausgequetscht überall und abgezogen. Ja, deshalb, Schufa-Datenauskunft einmal im Jahr, kostenlos für euch, puff, peng. Einfach in Anspruch nehmen, dann könnt ihr mal euren Schufa-Score checken. Das sind, glaube ich, 100 Punkte das höchste. Ich glaube, ich habe 97 oder so. Also ich bin absolut grün. Obwohl ich noch nie mir was zu Schulden kommen lassen habe. Einfach keine 100, Digga. Haben sie mich angespuckt, die Hurensöhne. Hatte letztes Jahr auch 97. Wichtig und richtig laui Maschine. Ihr könnt ja mal Solution fragen, was er für einen Schufa-Score hat. Ne, für den Meme, Digga. Für den Meme. Er hat nicht mal im Mediamarkt eine fucking Kaffeemaschine auf Pumpe kommen, Digga. Bruder, er lacht halt darüber mit mir zusammen, aber Bruder, es ist eigentlich traurig. Einfach nicht mal eine fucking Kaffeemaschine für 180 Euro hatte bekommen auf Pump. Kleiner Spoiler in irgendeinem Kuchen-TV-Video. Du kannst übrigens auch, Chat, wenn du die richtigen Namen weißt von manchen Content-Creatern, kannst du auch den ihren Score anfragen. Das kostet halt Geld, weil du dann als Firma anfragst, ob die Person kreditwürdig ist. Und das hat KuchenTV gemacht mit ApoRed. Und der hatte so einen geisteskranken negativen Score. Sowas habt ihr noch nie gesehen. Ich glaube, der hatte den schlechtesten, der geht. Da stand irgendwie ein Ausfall. Ein Ausfall ist höchstwahrscheinlich. Und vom Geld und der Zusammenarbeit wird absolut abgeraten. Irgendwie so war das. Hat komplett geknallt. Ja, damals, aber jetzt verdient Danny mehr als du, Dicker. Ich kenne Dannys Finanzen nicht, Bruder, aber es geht um diesen Schufa-Score und der geht nicht so schnell weg, mein Lieber. Wenn du dir mal was zu Schulden kommen hast, Chat, wisst ihr das? Wie lange ist das mit dem Schufa-Score? Wie lange bleibt das so? Ich glaube, 10 Jahre oder so, ne? Die Scheiße geht ewig lang. Nach 3 Jahren verfliegt, glaube ich, nur teilweise etwas. Aber 10 Jahre dauert es, bis alles weg ist. Also wenn du dir 10 Jahre nicht zu Schulden kommen lassen hast, dann kriegst du wieder die Kaffeemaschine im Mediamarkt. Kannst löschen lassen, musst am besten mit Anwalt machen. Kannst du es löschen lassen? Du kannst es doch nicht hier per Anwalt irgendwie wegklagen. Ich hatte auch einen Schufa-Eintrag von über 1000, wusste ich nichts davon, als ich das erfahren habe, natürlich den Betrag bezahlt. Hä, wie kannst du davon nichts erfahren haben? Irgendjemand musst du ja dann angeblich 1000 Euro geschuldet haben. Schufa ist auch nur ein Unternehmen, das stimmt, aber Schufa hat sich durchgesetzt, Digga. Schufa hat sehr viel Macht.